Ärzte helfen haben wir gegründet, nachdem wir die erste Afrika-Reise eigentlich unternommen haben. Mit dem Ziel Gambia und haben dort die Umstände gesehen, sind wieder zurückgekommen, bringen Ärzte runter und organisieren Medikamentennachschub, Technik wird repariert. Am Anfang haben wir gedacht, so ein bisschen, na, was ist das denn für eine schräge Truppe, die Jungs da? Und die haben uns dann erzählt, was sie so vorhaben, dass sie dieses Projekt gerne unterstützen möchten und was sie so tun. Und da waren wir erst ein bisschen skeptisch und haben gedacht, wissen die eigentlich, worauf die sich einlassen? Was wir gar nicht gerechnet haben, war natürlich, dass die letzten zwei Tage total verregnet waren. Und dann wird man gejagt von einer Kaltfront, von einer Gewitterfront über den Atlas. Das Wasser ist schon aus den Schuhen gelaufen. Wir waren komplett durch. Und man hält an, man bringt seine Handschuhe aus, man weiß, man muss eigentlich weiter. Und man schreit einfach nur, Scheiße. Marco und ich, wir sind ja mit der Voraussetzung losgefahren, in Baumwolle zu fahren, mit wenig modernen Materialien und Stoffen. Und das war natürlich bei Regen und Kälte dann ein kleines Problem. Also wir haben ja diese alte, schöne Motorradplane vom BMW-Werk zerschnitten. Und dann haben wir uns eingewickelt, um die Jacken rum, abgetebt. Man denkt eigentlich, es ist so wie ein Omen, als wäre es ein Test von oben. Jungs, seid ihr wirklich euch im Klaren, auf was ihr euch hier einlasst? Gestern das ganze Gepäck abgebaut, einen Ruhetag eingelegt. In Mersuga hast du halt eine riesengroße Dünenlandschaft. Und am nächsten Tag haben wir uns schon gefreut, ja, Mopeds abpacken und wir fahren mal ein bisschen durch den Sand. Und sind dann mit dem Motorrad, dann mit den alten und mit den neuen, in die Sanddünen rein. Ja, was wir hier machen, man lässt Druck vom Reifen, damit er eine größere Aufstandsfläche hat. Und hier in diesem weichen Zuckersand ermöglicht es uns dann, etwas besser fahren zu können. Wer schon mal auf eine Düne gefahren ist, weiß, es braucht da einfach Erfahrung. Und dann Tipps zu bekommen von den Jungs, komm, den Arsch weiter nach hinten, Vorderrad entlasten. Also wenn man den meisten Teil asphaltiert fährt, wie bis jetzt in Marokko oder Schotterstraßen, dann ist der Sahara-Sand nochmal eine ganz andere Nummer. Wie Kamele. Geht überall in die Wüste. Also ich konnte mir das nicht erträumen, mal mit meinem alten Zweiventiler oben auf einer Düne zu stehen, auf so eine hohe Sanddüne zu fahren. Das bedarf schon so ein bisschen Überwindung, muss ich sagen. Oben wurden wir dann halt belohnt mit einem tollen Sonnenuntergang. Es ist traumhaft. Das hat so was von wie einen alten Film von Lawrence von Arabien.
dass wir halt Afrika auch kennengelernt haben, ist ja die Rallye Dresden-Dakar-Bandul. Von Thorsten Schulze und Holger und Falk, die Organisatoren. Und die sind auch hier unterwegs. Und die haben wir gestern in Layun am Atlantik das erste Mal getroffen. Und war natürlich ganz toll, so ein Wiedersehen und ein paar bekannte Gesichter. Und gibt uns natürlich auch ein Stück weit Sicherheit, dass auch noch Bekannte von uns unterwegs sind, die sich sehr gut auskennen. In der Westsahara ist Platz genug. Wir fahren ja die ganze Zeit an der Küste lang. Dadurch, dass ab und zu Militärposten zu sehen sind, ist man sich nicht so ganz sicher, kann man jetzt hier einfach schlafen oder ist das nicht so gern gesehen. Und wir dachten, wir machen vor der Grenze nochmal einen Stopp. Dann probierst du es mal und dann merkst du, dass dann der Sand dann doch zu tief ist. Dass es eine körperliche Anstrengung wird. Da haben wir gedacht, naja, suchen wir mal. Und mit unseren Büchsen hier im Tiefsand. Jeder hatte halt einen Weg gesucht, irgendwie, um auf so eine Anhöhe kurz vor der Düne anzukommen. Und wir haben uns allesamt eingerahmt. Jeder für sich. Volles Programm. Aber nach drei Anläufen haben wir dann doch was ganz Feines gefunden hier. Gesagt, ich soll die Dämpfer rausmachen, dann hört sich noch geiler an. Ja. Das ist eine Rasche. Wir haben jetzt die Mörder-Etappen durchs Desert durch, wir waren im Nirgendwo und jetzt kommen wir runter, jetzt fahren wir durch Savanne.
Ziel. Und irgendwie ist man jetzt richtig in Afrika angekommen. Der ganze Klang, der ganze Sound von der Tierwelt hier kommen. Vögel, Schimpansen, Flusspferde. Das ist schon Afrika. Das ist schon so typisch Afrika. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, was habe ich vor 15 Tagen gemacht, was vor 13 Tagen, vor 12 Tagen. Ich weiß nur, ich sitze gerade am Gambia River und müssen heute noch 300 Kilometer fahren. Und wir kommen tatsächlich heute Nacht in unserem Ziel an und sind morgen in der Klinik. Der ganz ominöse letzte Tag, ja, der hat es absolut in sich gehabt. Guckte Christoph auf einmal mit großen Augen und meinte, ey, hier geht nichts mehr, Batterie ist platt. Und da hatten wir tatsächlich doch noch eine Panne kurz vor Schluss und mussten ein bisschen erfinderisch werden. Und Christoph meinte gleich, ich habe ein Problem wahrscheinlich mit dem Motorrad. Ich fahre hier auf Batterie. Springt mir der Karre nicht mehr an. Ja, was denn nun? Die springt immer an. Immer ist er angesprungen. Was machen? Erstmal durchmessen, schauen, wo könnte eventuell, vielleicht ist es bloß ein Stecker oder irgendwas, was Einfaches. Aber irgendwie scheint es wohl die Lichtmaschine zu sein. Verdammt, willkommen im Kreisoperationssaal. Wir offenen Grad haben offenem Herzen. Es findet eine Transplantation statt des Energiepakets. Ich und Christoph, wir fahren ja einen alten Boxer und haben eigentlich dieselbe Batterie drin. Meine war halt vollgeladen, seine war leer. Haben wir getauscht. Und das natürlich an einer Tankstelle mit dann gefühlten 50 Kindern um einen herum, die fasziniert waren von den Maschinen aus Deutschland mit viel Power und... Ja, oh Mann, also meine Brown Sugar hat mich ja nun dann doch bis zum Ende getragen. Meinen Augen nicht zu trauen. Draußen standen 30 Leute und haben gefeiert, geklatscht, haben sie gejubelt. Und wir haben sogar, glaube ich, noch getanzt. Und es war ein wunderschönes Gefühl, willkommen zu sein. Und man merkt dann, diese Mission, es hat einen Sinn, es kommt an. Und man sieht plötzlich die lachenden Gesichter. Das war echt ein Moment, wo, glaube ich, von all uns fünf, also inklusive Thorsten, unserem Kameramann, glaube ich, einen Moment herrschte, wo jeder Tränen in den Augen hatte. Da kriegt man Gänsehaut. Und dann ist so die Belohnung eigentlich für die ganze Arbeit, die man vorher so zu tun hat. Ja, also die ASB-Klinik hier in Gambia gibt es seit 2002. Wir haben im letzten Jahr über 46.000 Behandlungen durchgeführt. Im Laufe der Jahre hat sich die Klinik hier immer besser entwickelt. Wir sind weit über dem Landesdurchschnitt ausgestattet. Aber natürlich geht das alles nur mit Hilfe von außen. Für uns ist immer das Wichtigste, dass Hilfe auch nachhaltig ist. Naja, aber letztendlich hat sich im Laufe der Jahre eine Freundschaft entwickelt und es ist unglaublich, was die Jungs leisten und auch jetzt diese Tour, dieses Mission South. Und es ist so authentisch, was sie gemacht haben. Sie haben also wirklich die Chance genutzt, über den Tellerrand hinüber zu gucken, zu sehen, was sie da erwartet. Sie leisten mit dieser Hilfe für dieses Land, Gambia, einen absoluten Beitrag auch, um Fluchtursachen zu bekämpfen. Es ist einfach schön zu sehen, dass man was machen kann und
man muss dafür nicht seinen Job aufgeben. Man kann es nebenbei machen. Man muss bloß jeder für sich den Punkt finden. Ein Kumpeltrip durch Westafrika irgendwie, ja. Ich meine, mit allem drin, ja. Ich sag mal, ich bin sehr erstaunt. Nach über 4.700 Kilometern bin ich relativ fit. Und dass wir das alles mit unserem eigenen Motorrad, mit der eigenen Maschinerie, dem eigenen Hintern, dem eigenen Schweiß und dem eigenen Ehrgeiz irgendwie geschafft haben, bis hierher zu kommen, ist für mich persönlich noch gar nicht so greifbar. Diese Tour hat mich auch so ein bisschen an meine alten Backpacker-Zeit erinnert. So abends ankommen, Zelt aufschlagen, wieder abbauen, weiterreisen. Heute hier, morgen dort. Ja, da gibt es halt das afrikanische Sprichwort, verliert man den Weg, lernt man ihn kennen. Das sind dann alles so Erfahrungen, die einen irgendwie stolz machen, die mich aufbauen und die mich in gewisser Weise auch entschleunigen. Weil sie einfach so archaisch und so einfach sind. Und es ist einfach ein großes Geschenk, es ist ein Lebenstraum, sowas macht man nur einmal. Schau über den Tellerrand drüber und guck, was da so los ist. Man kann mehr machen, als man denkt.